Hallöchen meine Lieben, ich bin die Xenia und ihr seid hier richtig auf meinem Kanal 1001 Buch. Heute geht es um ein Buch, das ich beendet habe. Das ist echt wirklich so ein schönes Buch. Das zeige ich euch. Ich habe das in der Bücherei ausgeliehen. Das mache ich ja jetzt öfters. Manchmal kommt ja ein Buch, was aus meinem eigenen Bücherregal ist und manchmal ein Buch, was aus der Bücherei ist. Das ist besonders, weil wenn es neue Bücher sind, ja, die jetzt neu herausgekommen sind, da bin ich immer so zwiegespalten. Da ist es gut, wenn man es aus der Bücherei ausleihen kann. Denn falls man es dann wirklich kaufen möchte, dann kann man es ja kaufen. Ne? So sieht es aus. Aber ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei, starten wir und ich zeige euch gleich das Buch, um das es geht. Und das Buch, um das es heute geht, ist dieses wunderschöne Buch. Es heißt God Killer und das ist von Hannah Kaner. Oder ja, Hannah Kaner, die ist ja aus Schottland, aber ich erzähle euch gleich was zu ihr. Das hier ist ein Fantasy-Roman und das sieht echt wirklich wunderschön aus. Gelesen habe ich es vom 6. Oktober bis zum 5. November, also ganz frisch. Und ja, es war halt eben, hat ein bisschen länger gedauert. Zwischendrin war ich ganz, ganz arg müde. Dann waren wir mal weg. Dann war zwischendrin auch noch Halloween und so. Hatte ich zwischendrin auch ganz arge Kopfschmerzen. Also deswegen, ja, ich hätte mir ganz gerne als Ziel gesetzt, immer wieder mehrere Kapitel zu schaffen. Im Endeffekt, manchmal habe ich nur ein Kapitel geschafft. Und da war ich froh drüber, dass ich ein Kapitel geschafft habe, weil einfach, ja, da einfach die Energie gefehlt hat. Genau, Hannah Kaner heißt die junge Dame, die das geschrieben hat und die ist geboren im North Umbridge ist sie geboren und ja, lebt jetzt in Schottland. Und ja, sie hat oder macht oder hat vielleicht auch schon gemacht den Master of Science und in der Universität von Edinburgh. Und ja, sie hat sich in ihren Büchern von der Mythologie inspirieren lassen. Und ja, Godkiller, das was ich hier in den Händen halte, das ist der erste Teil einer Trilogie. Der zweite Teil ist jetzt auch im Herbst erschienen, das heißt Sunbringer, das ist dann blau und hat vorne so ein Poseidon drauf, so ein Mann. Und im Original ist God Killer 2023 erschienen im Harper Verlag auf Englisch und in Deutsch dann 2024 im Piper Verlag. Und ja, dieses Jahr, da kommt auch noch Sunbringer raus, wurde dann auch frisch übersetzt. Schauen wir uns mal von außen an. Ich schwärme dafür so arg. Erstmal haben wir hier echt wirklich so ein wunderschönes Bild. Wir haben hier diesen wunderschönen Hirsch mit dem ganz, ganz großen Geweih. Hinten dran so ein Mond. Ne? Das sieht man. Es glitzert hier überall. Der Hirsch hängt fest, also beziehungsweise wird festgehalten von Wurzeln, die sich um ihn herum schwingen. Und ja, wenn wir hier herumgehen, dann sehen wir hier auch so ein hasenartiges Feder, ja, Geschöpf, weil es hat nämlich hier Federn, also so Flügel und ist ein Hase. Hier haben wir so, ich finde, das Buch sieht einfach so perfekt aus für Herbst. Wir haben so ein Herbstblätter, so orange-bräunliche und der Farbschnitt. Ne? Also das hat erstmal so, war so wirklich so ein Hingucker. Ich habe auch so ein bisschen gewartet, aber es hat wirklich niemand hat dieses Buch ausgeliehen. 2 Monate lang, also 1 Monat, ich habe es gesehen in einem Monat und dann im nächsten Monat habe ich es ausgeliehen und es hat niemand ausgeliehen außer mir. Aber ich finde, das ist echt wirklich wunderschön. Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie so ein Limited Ding war, was die Bücherei jetzt hier bekommen hat. Kann ja natürlich sein, dass es so eine Limited Edition ist, aber es sieht echt wirklich wunderschön aus, ne? Also muss man ganz ehrlich zugeben. Hammer, es sieht sehr, sehr herbstlich aus, vor allen Dingen finde ich, mit diesen Blättern. Also es sind wirklich herbstliche Farben. So, genau. Und was haben wir hier drin? Hier drin haben wir insgesamt 424 Seiten und die verteilen sich auf einen Prolog und auf 37 Kapitel. Jedes Kapitel hat oben drüber einen Namen, den eigentlichen Protagonisten des Kapitels, um den es sich da dreht.
Und jetzt kommen wir auch schon dazu, um was es hier geht. Denn ich habe wirklich dieses Buch, habe ich gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Nirgendwo bei BookTube, nirgendwo bei Bookstagram. Es war so ein bisschen eigenartig. Normalerweise kommen solche schönen Bücher immer ganz schnell an. Aber hier irgendwie nicht. Hat mich auch so ein bisschen komisch, ne? Und ja, hier geht es eigentlich um Küssen. Küssen. Oder Kissen, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ist eine Gottkillerin, also eine Töterin der Götter. Sie ist quasi sowas wie ein Söldner, würde man sagen, aber die halt eben es eher auf Götter abgesehen hat, auf wilde Götter oder auch auf Standardgötter, auf die großen Götter. Küssen, ja, hat eigentlich nicht so viel gemacht, ja, ist halt eben die Welt gereist. Wir erfahren hier von ihrer tragischen Vergangenheit, wie sie ihre Familie verloren hat, wie es dazu gekommen ist und welcher Gott hier wirklich im Endeffekt sie dann zur Feindin gemacht hat und wem sie ihr Leben schuldet im Endeffekt, wem sie eigentlich quasi geschenkt wurde, ne? Und ja, sie ist in einer, würde man sagen, einer Absteige, ne, als sie Inara begegnet. Inara ist ein junges Mädchen und das Eigenartige an Inara ist, sie hat einen kleinen Gott bei sich, nämlich Skandiff oder Skedi, wie der halt eben öfters genannt wird. Es ist wohl so ein Gott wie hier abgebildet, also so ein hasenartiger Gott, der auch noch Flügel hat, der sich aber halt eben von der Größe her verwandeln kann. Er kann größer werden, kleiner werden. Meistens ist er kleiner, er sitzt bei der Inara auf der Schulter oder verbirgt sich in ihrer Kapuze, wenn er dementsprechend so ein bisschen unsicher ist, wie die Lage ist. Noch dazu hat Inara sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, eigenartige Kräfte. Sie kann die Aura, also ich würde sagen, die Aura, hier spricht man von Farben, ich würde sagen, das ist die Aura der einzelnen Menschen sehen. Das heißt, wenn die Menschen lügen, dann merkt sie es an ihrer Farbe, wenn sie sich unsicher sind, wenn die Farben sehr stark wechseln, ob sie gute Absichten haben oder schlechte. Das kann sie sehen, aber diese Gabe erzählt sie Küssen erstmal gar nicht. Also sie erzählt sie hier im Band überhaupt gar nicht. Wir sind die Einzigen, die das wissen und ihr kleiner Gott, dass sie wirklich diese Gabe hat. Aber die beiden können sich auch nicht trennen und deswegen sucht sie Küssen auch auf, weil sie Hilfe braucht. Sie möchte ganz gerne von diesem Gott loswerden, also ihn halt eben loshaben bzw. von ihm getrennt werden. Und ja, Küssen will ihr natürlich helfen. Und dann passiert etwas ganz, ganz Tragisches, wirklich, wirklich ganz, ganz Schlimmes bei Inara, aber es ist so ein bisschen vorhersehbar, weil ich meine, in jener Fantasy-Geschichte haben wir sehr, sehr viele tragische Momente, die unsere Protagonisten durchlaufen. Und wie soll man sagen, also das, was passiert ist, bringt Küssen und Inara dazu, in eine Stadt zu gehen, wo Götter noch zu Hause sind. Denn der König dieses Landes hat sich zur Aufgabe gemacht, Götter zu töten, sie umzubringen. König Aaron will, dass man nicht mehr den Göttern folgt. Er möchte, dass alle Götter tot sind. Und ja, deswegen gibt es quasi so eine kleine Stadt, die, kann man sagen, so ein Reservat für Götter, wo es noch Schreine gibt und wo Leute hinpilgern können, wenn sie denn irgendwas auf der Seele ihnen liegt, wo sie gerne Opfergaben darbieten möchten den Göttern oder die Götter um irgendetwas bitten möchten, das können sie dann dort tun. Dort sind auch wahnsinnig viele Götter, das werden wir hier auch dann, ja, Das erfahren wir hier. Ja, die sind halt manifestiert. Man sieht sie halt eben in Gestalten. Man sieht, wie sie sind. Und ja, dorthin machen sich halt eben Inara mit Küssen auf die Reise. Und ja, am Anfang wissen sie es gar nicht, aber sie haben in ihrer Truppe auch noch einen Ritter des Königs. Denn der König hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Der Ritter heißt Elogast oder war mal früher Ritter, jetzt ist er Bäcker. Und Elogast ist auf Befehl des Königs auf dem Weg in diese Stadt,
um auch eine Göttin oder ein Gott, um etwas zu erbitten. Und ja, Elogast macht sich dann dorthin halt auf den Weg zusammen mit Küssen und mit Inara und mit anderen Leuten. Also es ist wirklich so eine ganze Pilgertruppe, die sich da auf den Weg macht. Und ja, je länger die auf dem Weg sind, desto besser verstehen sie sich, desto näher kommen sie sich. Und ja, so ist es halt. Wie ist halt, ja, aber einige von ihnen haben wahnsinnig viele Geheimnisse und ganz besonders der Ritter Elogast hat sehr, sehr viele Geheimnisse, die er in sich trägt. Und diese Geheimnisse werden dann hier Stück für Stück aufgetan. Die öffnen sich gegenseitig, also sich gegenseitig so ein bisschen, ne? Also erzählen dann ihre Geheimnisse, was in ihnen vor sich geht, warum sie diese Pilgerreise antreten. Und ja, das erfährt man dann alles hier. Es ist echt wirklich spannend. Man will unbedingt wissen, warum es so ist, wie es ist. Und hier erfährt man es auf jeden Fall. Genau. Ja, kurz gesagt. So, das ist quasi so ungefähr so der Inhalt, ne? Ja. Wie fand ich das Buch? Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Es ist kein Leser-Highlight. Das Buch hat ein paar Mankos, aber es war nicht schlecht. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Das Einzige, ja, was ich halt eben hier dazu sagen soll, muss, nicht soll, sondern muss, ist halt, es ist kein High Fantasy, ne? Es ist nicht so zu erwarten, wie wenn man, keine Ahnung, in so eine Fantasy-Welt abdriftet, wo keine Ahnung, so einzelne Regionen und alles ist so halt ja so Wüste, es gibt Land, es gibt Berge, es gibt Schnee oder so, wisst ihr so. Ich vergleiche immer, wenn ich an High Fantasy denke, denke ich halt eben immer an Game of Thrones, also das Lied von Eis und Feuer und das ist das nicht, ne? Das ist es auf jeden Fall nicht. Es ist auch nicht The Witcher, ne? Wir sind hier halt quasi in so einer Fantasy-Welt, die einfach gestrickt ist. Ne? So, wir haben hier Berge, Täler, aber es ist nicht so imposant, ne? So, dass man wirklich so hier so alles so erstmal beschrieben kriegen muss. Ne? Es ist ziemlich einfach gehalten. Ich finde, es ist ein sehr gutes Buch für jemanden, der so nicht so viel mit Fantasy am Hut hat, nicht so viel mit High Fantasy, sondern eher so ein bisschen so, aber gerne mal Fantasy ausprobieren möchte. Ich finde, das ist dann wirklich ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter, also auf jeden Fall sehr, sehr guter Trilogieauftakt für denjenigen. Das schon mal dazu. Dann ist es ein bisschen halt eben langatmig, aber ich finde, für so ein Fantasy-Buch, das kein High Fantasy ist, ist es, glaube ich, ein bisschen normal. Wir haben hier halt eben so das Gängige. Es sind halt eben Komparsen unterwegs. Und unterwegs passiert halt eben zwischendrin was. Aber es wird halt eben auch sehr viel erzählt. Die erzählen halt gegenseitig sich ihr Leben. Und das kriegt man halt eben hier mit. Und es ist halt eben auch wirklich so, dass man quasi hier so den Ablauf hat, der sich immer wieder wiederholt. Sie laufen, also sie spazieren dann, also pilgern in diese andere Stadt, wo diese Götter sind. Und wenn sie da halt eben hinpilgern, passiert zwischen den was, dann wird wieder Rast gemacht, dann ruhen sie sich wieder aus, dann gibt es wieder also halt Dialoge zwischen ihnen, wo sie sich halt eben irgendwas erzählen. Natürlich waren für mich die spannendsten Stellen, wo dann irgendwas passiert, wo sie dann kämpfen müssen, sowas. Das war halt eben für mich eher spannender, um die einzelnen Skills der einzelnen Protagonisten zu erfahren, als jetzt, wenn sie mir ihre Story erzählt, die ich im Hintergrund ja auch schon mitbekommen habe, aber ja, ne? Aber der andere wusste es ja nicht, der hier drin ist. Der weiß es ja nicht, nur ich weiß es, der schon vorher gelesen hat. Ja, also deswegen ist halt eben ein bisschen langatmig und so ein bisschen wiederholend, aber ich finde, wie gesagt, dass es halt eben normal ist, wenn es halt eben für so Fantasy ist, was nicht High Fantasy ist. So, aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Welt für mich, die hier ist, sehr, sehr interessant wirkt. Um ehrlich zu sein, ich hatte bisher noch nie Bücher, in denen es darum geht, oder ich war noch nie in einer Welt, in der es darum geht, dass die Götter umgebracht werden, weil man einfach sie loshaben möchte. Man macht ihre Schreine kaputt, man macht die einzelnen, man tötet die einzelnen Götter einfach und ich. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie in so einer Welt, in so einer Lage, ja.
Und deswegen war es für mich halt eben hier wahnsinnig interessant, ne? Warum erstmal und wieso und ganz besonders welche der Götter, ne, jetzt schon halt eben quasi umgebracht wurden, ja. Und ja, auch diese Weise, wie sie umgebracht werden und so weiter. Das ist hier halt eben für mich sehr interessant. Es ist eine sehr interessante Welt. Es ist auf jeden Fall eine neue Art, also halt eine neue Erzählung von einer Fantasy-Welt, die ich bisher so nicht kenne. Normalerweise hatte ich bisher immer nur Bücher, in denen es halt darum ging, Opfer zu geben oder dass sie halt eben gebetet haben, ne, die Götter angebetet haben. Und hier ist man auf einmal so gegen diese Götter. Und natürlich macht das Küssen das Ganze halt eben dann. Runde zieht das Ganze nämlich ab, denn sie ist eine sehr, sehr wahnsinnig interessante Protagonistin. Inara fand ich jetzt nicht so, weil sie halt echt wirklich ausreichend jung ist. Elogast als Ritter, ja, was soll ich da sagen? Ne? Aber ich finde, Kirsten ist halt eben echt wirklich eine sehr interessante Protagonistin und auch so eine ganz, ganz starke Protagonistin, die wirklich, so scheint es, wirklich niemanden braucht, der ihr irgendwo helfen müsste. So sieht es hier aus bei ihr. Und ja, also wie gesagt, ich kann es euch eigentlich auch dieses Buch sehr empfehlen, sehr ans Herz legen. Wenn ihr so sagt, ja, High Fantasy, das ist mir zu arg, dann lest das hier. Ich finde, es ist an Fantasy genug, um als Fantasy zu gelten. Wir sind hier auf jeden Fall in einer anderen Welt, aber wie gesagt, hier steht auch Roman, also es ist. Ja, Fantasy-Roman, es ist nicht High-Fantasy. Deswegen würde ich das euch echt wirklich raten. Lest es einfach. Es ist ein gutes Buch. Es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Und was geht das jetzt weiter? Ich warte, um ehrlich zu sein, auf den zweiten Teil in der Bücherei. Denn unsere also Zweigstelle der Stadtbücherei kriegt auch den zweiten Teil rein. Aber ich warte drauf, bis sie das kriegen. Denn wohl eine Zweigstelle hat es schon und unsere irgendwie noch nicht. Ich werde dann jetzt gucken, wenn wir jetzt in die Bücherei gehen und wieder Kinderbücher ausleihen, ob ich dann den zweiten Teil finde. Wenn ja, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch ausleihen. Aber solange, bis ich in die Bücherei komme, lese ich erstmal bei Jeffrey Archer weiter. Denn wie ihr euch erinnern könnt, oder falls ihr euch nicht erinnert, dann könnt ihr ganz gerne in meine Playlist reingucken. Bei den Bücherreviews habe ich von Jeffrey Archer Kain und Abel gelesen. Es war ein sehr gutes Buch. Es hat von mir auch 4 Sterne bekommen. Hat ein bisschen was gefehlt, ein bisschen, bisschen. Aber es war wirklich sehr gut. Ich kann da nicht meckern. Und als nächstes habe ich eigentlich hier den zweiten Teil quasi liegen, beziehungsweise ich würde sagen, das ist quasi so ein Spin-off und davon gibt es, wie es aussieht, zwei. Hier steht noch einer und zwar Kains Erbe, aber das hier ist wohl so der nächste und zwar nämlich Abels Tochter. So sieht es aus. Und ja, hier geht es halt um, ich kann es euch vorlesen. Zwischen Liebe und Politik steht das Schicksal. Florentina, die Tochter von Abel Rosnowskis, des legendären Chicago-Barons, ist bildschön, hochbegabt, ehrgeizig und die Erbin einer der größten Hotelketten der Welt. Der Vater liebt sie abgöttisch und sie vergöttert ihn. Aber sie begeht eine Todsünde. Sie liebt und heiratet den Sohn des Todfeindes, William Lowell Kane. Und man hat eigentlich schon im ersten Band, also bei Kain und Abel, hat man so ein bisschen die Geschichte von Florentina verfolgen können, weil natürlich Abel, ja, sie war halt dabei, ne, so bei Abel. Und sie war ja gegen, also sie war da. Und da konnte man es halt eben so ein bisschen verfolgen. Aber hier geht es halt eben wirklich um ihre eigene Geschichte, das, was sie, ja, ne, was sie so erlebt und wie sich halt die Liebe zu William Lowell Kane, ja, wie sie sich da ja, leben lässt, ne? So gesagt, wenn man einen Vater hat, der den Schwiegervater nicht so sehr mag. Genau. Jawohl, also falls ihr dieses Buch gelesen habt, könnt ihr mir ganz gerne unten drunter kommentieren. Wie immer, falls ihr Godkiller gelesen habt, könnt ihr mir auch ganz gerne unten drunter kommentieren. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.